immer wieder weiter. Wir sind jetzt dann gleich fertig mit der Mahnwache. Was ich aber noch sagen will, jetzt gar nicht um meinen Vorredner, also den Papa, da irgendwie was anzubreiten. Mir ist nur wichtig, dass in dieser Zeit, bei dieser Anfeindung, auch wir berücksichtigen, dass wir, ich habe nicht unbedingt Verständnis für so manche Aussage, aber ich glaube wirklich, wir sind alle traumatisiert auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich möchte nicht, dass es Anfeindungen gibt, sei es hier gegen die Ordner, gegen die Polizei oder gegen irgendjemand, der uns diese ganze beschissene Auflage macht, weil oben drüber sitzt wieder jemand. Und den erwischen wir leider nicht. Und das halte ich für das große Problem. Nicht mehr Fußvolk sind die Verübler oder die Übeltäter dieser Geschichten, sondern die eins drüber. Was ich keinenfalls irgendwie berücksichtigen kann, sind diese Anfeindungen. Sei es jetzt eben, die ich auch selber mitkriege, aus verschiedenen Supermärkten, wenn Leute kein Attest haben. Ich habe schon mal gesagt, geh doch einfach mal hin da draußen und frag die Leute vielleicht, warum sie keins haben, bevor er sie anschreit und aus dem Geschäft schmeißt. Das wäre mal angebracht. Lasst uns einfach mal miteinander sprechen, statt immer nur am Bein runter zu pinkeln. Und jetzt ist dann gleich beendet und ich hoffe, die Polizei, Sascha, jetzt bist du gefragt, verzeiht es mir. Gell? Ich möchte jetzt gern was machen, aber wenn es nicht ganz nach den Regeln. Willst du noch was sagen, Uwe? Wie lang? Ah, noch ein Redner, also gut.